das Quiz macht Spaß, aber wir haben hier zweimal gefailt, weil da wirklich teilweise unmögliche Fragen vorkommen. Aber jetzt werden wir das beenden. In Klicklockwood wächst die Eiche. Wunderbar. Nur welche Aussage ist wahr? Das Eichhörnchen ist im Winter immer draußen. Falsch. Das Gras ist im Herbst am höchsten. Die Blätter sind im Sommer am größten. Das auf jeden Fall. So, Mission und Grunty mache ich nicht. Und jetzt bin ich wieder hier. Ja, das ist Mad Monster Mansion. Rusty Monster Bay steht oben. Ja. Warte schnell und seinen Spang. Das ist Boogie? Muss mal gucken. Tanktop, die Schildkröte war's. Richtig, richtig, richtig. Was macht Momo, wenn im Klicklockwood-Wald der Winter ist so kalt? Er ist nicht da. Er hat Urlaub oder was? Da haben wir gar nicht reingeguckt. Wir sind gar nicht reingegangen im Winter. Wo ist das? Ja, Tunnel. Aber das sieht aus wie Gobi's Valley. Der Himmel und die Farbe von einer Pyramide oder so. Ja, hallo. Was für Fragen. Oh, nee. Knuddeln tue ich fast nie. Doch wenn, dann wohl mit welchem Vieh? Mit einem Totenschädel. Cool. Die Rusty Bucket ist ein Tanker? Was findet man unterhalb vom Anker? Ein Delfin. Der uns auch ein Puzzleteil geben wird. Ah, ich durfte ihn jetzt einsammeln. Sag mir sofort, die Melodie erklingt an welchem Ort? Der Kampf gegen die Zubas. Im Bienenstock. Alter, das war nicht einfach. Rate schnell und seine Spangen, wer gibt von sich diesen Klang? Das ist Mozart. Oder Mozart halt von mir aus. Ich sage immer Mozart, der nicht dabei steht. Dann ist es Napper, der müde Geist. Der hört sich nämlich fast genauso an. Oder ich würde sogar, sagen, der hört sich genauso an. Keinen Bock auf eine Mission. Erinnerst du dich, wie viele Schildkröten im Bubble Loop Swamp befanden sich? Wie viele Schildkröten? Ja, die große. Und 6 sind drin, also... Und plus... Tipptopp, oh Gott. Das hier ist... Das ist Mad Monster Mansion. Dieser Gang, wo man als Kürbis zum Momos Schädel hingeht. Definitiv Mad Monster Mansion. Also eins... Ich habe nur noch einen Joker. Dann muss ich das heben. Meine tolle Band ist weltbekannt. Wie habe ich sie bloß genannt? Grunty's Kesselreihe. Versuch was wert. Womit wasche ich mein Haar? Das ist, wird so wunderbar. Motoröl. Ach, Leute. Es war eine echte Herz. Bei welchem Wettbewerb gewann ich den ersten Platz? Im Stinkesocken-Wettbewerb. War es zumindest nicht. Womit wasche ich mein Haar? So, es war nicht das Motoröl. Dann sind es eben Fledermausküttel. Oh, da war es die ranzige Milch. Bald wird es doch noch mit Gerumpel. Wer war in der Schule mein bester Kumpel? Die Klapperschlange. Was treibe ich für einen Sport? Sag es mir schnell, sonst geschieht ein Mord. Ich hatte vorhin Kessel heben. War es das oder nicht? Oh. Es wird schlimm gerade. Sie putzt sich die Zähne mit Matsch. Ja! Boah. Ich hole mir noch das, die Wabe hier. Und die Wabe, da hole ich mir auch. Ich muss hier nur diese Frage beantworten. Die Knarzen. Richtig. Banjo tritt auf den knarrenden Boden.
haben's bald. Ich habe so Angst wegen dem Totenkopf. Ich mach's. Wenn du kein ganz dummer bist, das weiß ich doch, wo das ist. Das ist... Treasure Dwarfkauf. Das ist die Burg. Also die... Cheatburg. Boah. Panik. Nochmal. Das ist der Knopf von dem Schneemann im Freezy Peak. Freezy Easy Peak. Sag es mir sofort. Das müsste Wurzels Höhle sein, da wo auch der Eisschlüssel ist, ne? Ja. Richtig. Rat schnell in seine Sprang weggibt von sich diesen Klang. Wie heißt er? Der Baum aus Gobi's Valley. Trunker. Richtig. Kein Bock. Oder die Honigwaube bringt mir so wenig. In Freeze Easy Peak, da steht ja ein Igloo fein. Wie viele Bären passen hinein? Naja, 3 sind drinne, ne? Ja, aber es sind nur 3 drinne. Ist mir schon klar, dass der Boggy auch noch wohnt. Ach, es waren doch 4. Scheiße. Ja, der Gorilla heißt Konga. Boah, ich mach lieber die Totenköpfe als Grundy. Wo ist das hier? Das ist in Klenkers Cavern, wenn man von unten, wo der Schlüssel ist, wo man Klenker in die Luft bringt, nach oben guckt. Also wo sich der Jinjo befindet, glaube ich. Und da nach oben gucken würde. Joker. Und jetzt die letzte Frage. Die mache ich noch nicht. Die will ich auch noch. Hehehe. Stell dich nicht doof, was findet mein Madmonster-Menschen nicht auf dem Friedhof? Geister. Kaum zu glauben, aber wahr. Okay, die letzte Frage. Hoffentlich. Jetzt keine Stallüren. Wie viele Wege in Madmonster-Menschen führen? Du meinst in das Haus hinein, oder was? 7 habe ich gemacht, war falsch. 9 ist richtig. In das Haus, das muss man schon sagen. Mir langsam hier das Unheil schwant. Das hatte ich nicht eingeplant. Ich strebte nur nach dem Gewinn. Nichts anderes hatte ich im Sinn. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Mich niemals jemand fangen kann. Schaut euch lieber den doofen Abspann an. Ja gut, wir müssen sie eh noch bekämpfen später. So einfach ist es dann doch wieder nicht, aber Tutti ist gerettet. Tutti, Kisui. Was meinst du? Welchen Preis suchen wir uns aus? Mich, 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 mich. Wie wäre es mit dem komischen Ding? Wir könnten auch Tutti mitnehmen. Die meine ich doch. Kisui. Benjo, können wir jetzt nach Hause gehen? Ich habe für heute genug Abenteuer erlebt. Klar, lass uns hier verschwinden. Grotilda. Jetzt werden ein paar Charaktere vorgestellt und da gibt es eine tolle Zwischensequenz. Ich glaube, jetzt sind es nur die Hauptcharaktere oder dauert es hier länger? Also Grundy, Tutti, Bottles. Ich will jetzt nicht, dass man hier anfängt mit Juju und so. Jinjo! Mambo Jumbo! Oder Mumbo Jumbo! Oh man, macht das wirklich alles? Juju.
Konga. Okay, man nimmt wirklich alle durch. Das ist ja ziemlich... Okay. Ich habe gedacht, das kommt später erst. Dann würde ich sagen, wir machen hier Pause und sofort weiter, damit ich nur etwas die alten Charaktere kommentieren kann. Stopp und hoffentlich sofort weiter.